Herzlich willkommen zu einem weiteren Impuls 365 Grad in Bewegung. In diesem Video spielen wir mit einer einfachen Idee. Wir kommen in Bewegung, indem wir Körperteile öffnen und schließen. Das ermöglicht uns komplexe Positionen und Bewegungsabläufe und erlaubt uns mit Raum, Rhythmus und Spannungszuständen in eine Art Figurenkabinett einzutauchen und dabei unser Selbstbild anhand dieser Figuren neu zu erleben. Im Laufe dieser einfachen Bewegungsimprovisation spiele ich mehr oder weniger gezielt mit meiner Atmung, der Lage und Bewegung von einzelnen Körperteilen und Körperbereichen, der Spannung im Halten dieser Positionen, die offen oder geschlossen sind, vor allem aber mit der Bewegung zwischen offen und geschlossenen Positionen. Assoziationen, die sich aus der Form meiner Figuren und Bewegungen ergeben, also Bedeutungsräume, werden hier und heute nicht weiter besprochen. Wenn du diese Arbeit und die anderen Ideen des 365-Grad-Projektes für dich in einem persönlichen Coaching entdecken und erkunden willst, freue ich mich auf deine Nachricht. Für weitere Anregungen und Wünsche hinterlass mir gerne einen Kommentar und natürlich jetzt der Social Media Call to Action. Wenn dir das Video gefällt, teile es mit deinen Freunden, läute die Glocke und drück mir den Daumen, klick das Abo und dann sehen wir uns regelmäßig. Wir arbeiten uns jetzt durch einige Bewegungsbeispiele, die du so für dich übernehmen kannst und erobern uns im Verlauf dieser Folge das freie Bewegungsspiel Stück für Stück. Um uns mit der Idee und den Möglichkeiten vertraut zu machen, starten wir in einem gewöhnlichen Stand und hören eine Weile auf unsere Atmung. Beobachte, wie der Atem in dich hineinfließt, dich anfüllt und wie du deinen Innenraum entleerst und entspannst, wenn der Atem aus dir herausfließt. Beobachte, wie dein Ein- und Ausatmen deinen Körper aufspannt und entspannt. Beobachte achtsam, wie dein Atmen deinen Körper aufspannt und entspannt und so Stück für Stück in Bewegung bringt. Wie sich diese Atembewegung im ganzen Körper ausbreitet. Gib dieser Bewegung, dieser Bewegtheit jetzt mehr Raum. Beachte diese enge Verbindung mit deiner Atmung, während du dich schließt und öffnest. Geh dieser Bewegung gezielt und aktiv nach. Lass sie Stück für Stück zu einem aktiven Öffnen und Schließen werden, das deinen ganzen Körper erfasst. Spiele mit dem Tempo und der Ausdehnung der wohligen, beatmeten, kraftvollen, vitalen Spannung in allen Bereichen deines Körpers. Von den Fingerspitzen zu den Zehenspitzen, vom Kronenpunkt im Schädel bis zum Beckenboden, in deine inneren Systeme, wie hier deine Atmung Raum erzeugt. Vielleicht passt ja ein Bild hier gut für dich. Das Bild der Blüte oder einer Knospe, die sich gleichmäßig öffnet und wieder schließt. Spiele mit einem willkürlichen Verstärken der Spannkraft und dem Nachgeben. Spiele mit dem Tempo und dem Rhythmus, das sich aus diesem Spiel mit der Spannkraft entwickelt. Welche Assoziationen entstehen in der Bewegung bei dir? Was liegt dir? Welche Bewegungen und welche Assoziationen sind ein bekanntes Feld? Und welche sind eher ein unbekanntes Terrain für dich? Welche Art tut dir jetzt gerade gut? Wie willst du dich jetzt gerade spüren?
Die zweite Grundlagenform ist das Öffnen und Schließen des Körpers im Liegen und am Boden. Bleibe bei allen Bewegungen so entspannt und so dicht dem Boden verbunden, wie es dir möglich ist. Setze dabei wenig Muskelkraft ein und überlasse dich zunächst einfach der Schwerkraft. Erkunde von da aus die horizontale Ebene. Erforsche das Öffnen und Schließen in seiner horizontalen Grundform als ein Wenden vom Rücken zur Seite und in die Bauchlage. Nimm dir Zeit, diesen Wendeprozess in Ruhe und sehr achtsam zu erleben. Spiele mit dem Ausbreiten der Bewegung und der Wahrnehmung deines Gewichtes als eine Möglichkeit, dich zu entspannen, auszudehnen, zu recken, räkeln und dich einfach dem Boden und dem Gewicht zu überlassen. Wenn du hier eine Weile verbracht hast, erforsche den kraftvollen Einsatz der Arme und Beine, um dich mit dem Oberkörper gegen den Boden zu stemmen, den Boden wie eine Spielwiese zu nutzen. Die Spannung der Muskulatur erlaubt dir die Vorstellung, der Boden sei nachgiebig. Im weiteren Verlauf deiner Bewegungserkundung willst du vielleicht mehr Kraft einsetzen, willst Körperteile abheben, den ganzen Körper gegen den Boden stemmen. Finde Stück für Stück Wege, um deinen Körper aufzurichten und dich zu erheben. Spiele dabei mit dem Krafteinsatz und beobachte in Ruhe, wie sich dein Körper und seine Teile gemäß deiner anatomischen Architektur so organisieren, dass du diesen fließend und reibungslos vom Boden bewerkstelligen kannst. Du kannst dich fließend und reibungslos in den Stand vorarbeiten. Achte auf die Verbindung der einzelnen Körperteile und wie sie zusammenwirken. Zwei Embodied Postures, die eine gezielte emotionale Komponente fördern und eine Wirkung entfalten können, schließen diese Form Vorbilder für hier und heute ab. In der ersten Form spielen wir mit dem Öffnen und Schließen der Beine und ihrer Position. Wir stemmen uns gegen den Boden in den Boden und erobern einen Standpunkt und auch Standfestigkeit. Gleichzeitig üben wir den flexiblen Einsatz in der Ausrichtung und dem Ausmaß unserer Kraft. Erforsche hierbei unterschiedliche Positionen und Wege, auf die Beine zu kommen. Erkunde verschiedene Standpunkte, sowohl in der Stellung der Beine als auch im Raum. Welche Assoziationen weckt das für dich? Was erzählt es dir über deine Standfestigkeit? Die zweite Form startet in den Fingerspitzen. Ausgehend von den Fingerspitzen öffnen und schließen wir zunächst die Hände und dann den gesamten Arm in verschiedene Richtungen, mit unterschiedlichen Spannungen und Rhythmen. Beobachte hier das erhebende Momentum im Brustraum und im Gesicht.
Verfolge dabei vielleicht deinen aktuellen Gemütszustand. Entspricht dieses erhebende Moment deiner inneren Verfasstheit? Hast du das Bedürfnis, den Blick zu weiten, die Arme zu öffnen? Kannst du es für dich annehmen? Tut es dir gut? Befreit es dich von der Enge eines Unbewussten unter dem Radar bleiben? Öffnet es dich zur Welt? Kannst du dich zu einem Ja überzeugen? Oder weckt diese Bewegung ein anderes Bedürfnis, ein Bedürfnis nach Rückzug und Schutz? Lass dir Zeit, über dieses aktuelle Tun deine Befindlichkeit ins Wort kommen zu lassen. Einladen, willkommen heißen, sich verschließen, abgrenzen, abhalten, abstoßen, befreien, abschütteln. Erforsche die unterschiedlichen Bedeutungen, die dir diese Bewegung ermöglicht. Welchen Symbolcharakter hat sie für dich? Wo siehst du deine Bedürfnisse, deine Stärken und deine Vorlieben? Von hier aus starte ich in die persönliche Entdeckungsreise weiterer Bilder und Bedeutungsräume, die sich aus dem freien Spiel mit Körperteilen, Tempo und Kraft formulieren. Ich taste mich jetzt Stück für Stück vom Boden zum Stand und Raum vor und ziehe mich dabei mehr und mehr in meine eigene freie Spielerei mit Öffnen und Schließen zurück. Ich lasse mich dabei assoziativ von einer Bewegung zur nächsten leiten, von einem Körperteil zum anderen und spiele mit Spannung, Tempo, Rhythmus. Ich verabschiede mich von dir und überlasse dich jetzt deiner eigenen Bewegungsreise. Viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal.